Liebe Freundinnen und Freunde, der Kreisverband Karlsruhe, nicht Karlsruhe-Land, Alpsgebiet. Lieber Winfried hat kein Hochschulstudium, geschweige denn ein Abitur in der Green New Deal trotzdem verstanden. Aber gar nicht so schwer. Ab und zu, liebe Freundinnen und Freunde, kriege ich Kettenmails, in denen die gute alte Zeit als ältere Herren, die ich noch jung war, verherrlicht werden. Eine, kennt ihr sicherlich alle, eine Twix, hieß damals noch Reitermail. Ich mache das wie die meisten von euch, ich lösche sowas. Aber ein bisschen Nostalgie gehört zum Leben. Und doch ist der Blick nach vorne ungleich wichtiger. Und zu Anfang des neuen Jahres wird es reichlich Gelegenheit geben, nostalgisch zu werden, denn dann wird die Grüne Partei 30 Jahre alt und ist schon mal auch im Grund nochmal hier zu klatschen. Denn auch Bündnis 90 wird 20 Jahre im neuen Jahr. Wir sind angetreten als Antiparteienpartei, wollten aufräumen mit autoritären Politikstil, haben sinnvolle und auch manche sinnlose Regeln aufgestellt, aber wir waren vor allem immer eins, eine basisdemokratische Partei. Und diese Basisdemokratie, das war immer für mich ein saumäßig wichtiger Punkt, mich in dieser Partei auch zu engagieren. Die basisdemokratischen Elemente waren einmal ein Alleinstellungsmerkmal der Grünen Partei. Doch in diesen Tagen macht uns die SPD vor, dass man einen Landesvorsitz auch von der Basis bestimmen lassen kann. Und da haben sie uns überholt, die SPD, die nicht nur im Land, sondern im ganzen Bund eigentlich eine stockkonservative Partei ist. Und selbst die CDU spricht zwischenzeitlich von einer Basis. Ein Begriff, den hatten die gar nicht gekannt, bevor es uns gegeben hat. Also da haben wir schon einiges eingebüßt und da bietet die Netzpolitik und die neuen Medien für uns eine unglaubliche Gelegenheit, Boden gut zu machen. Da sind wir zwischenzeitlich doch wieder auf dem ganz aktuellen Stand, auch wenn wir uns die Piratenpartei ein Stück weit da hat hintragen müssen infolge der Debatte um die Netzspiele. Die Möglichkeiten sind vielfältiger. Unglaubliche Möglichkeiten der Kommunikation, unglaubliche Möglichkeiten, die Basis einzubinden. Dafür möchte ich mich im Parteirat einsetzen. Aber es gibt natürlich genauso gut Fragestellungen, die beantwortet werden müssen. Denn was bedeutet es denn, wenn sich bundesweit elektrische Geräte über das Stromnetz austauschen, wann sie eingeschaltet sind und wann nicht? Und das sind Sachen, da müssen wir drüber reden, das können wir nicht einfach so in die Gänge kommen lassen, genauso wenig wie die intelligenten Stromzähler, die die großen Energieversorgungsunternehmen im Moment versuchen, landesweit und bundesweit zu installieren. Neben den Themen Internetsperren, Urheberrechte, Gewaltspiele, Killerspiele, Sucht, Open Source, brauchen wir eine Debatte über diese Medien und es wird sein, dass auch Menschen im Parteirat vertreten sind, die mit dieser Technik ein Stückchen weit groß geworden sind, wie ich. Gleichzeitig müssen unsere Parteitage, was nicht mehr so sind wie früher, ein Platz zum Streiten sein. Gute Programme entstehen nur, wenn vielfältige Meinungen ausgetauscht werden. Und auch da bietet das Netz unglaubliche Möglichkeiten, eine unheimliche Chance, die Basis weit vorher in den Entstehungsprozess von Programmatiken einzubinden. Da erwarte ich schon ein bisschen was vom neuen geschäftsführenden Landesvorstand, würde mich auch dafür im Parteirat einsetzen. Nach außen muss man sagen, ganz toll, was wir jetzt in Karlsruhe auch auf meine Initiative hin kopiert haben, war das grüne Block und ist es weiterhin eine unheimlich tolle Sache, wie wir Prozesse und Meinungsbindungen in der Partei auseinander dividieren können und auch zeigen können, wie breit diese Partei aufgestellt ist. Ich werde mich weiterhin, lieber Winfried, im Parteirat, wenn er mich wählt, dafür einsetzen, dass die Spitzenkandidatur dieses Mal von einer Doppelspitze gestellt wird. Und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir zurückkommen zu unseren Wurzeln. Ihr habt gesehen, ich hatte einen Antrag zur Friedenspolitik gestellt. Den habe ich, auch wenn Signal liegt, dass sich der neue Landesvorstand darum kümmern wird, zurückgezogen. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir uns auf unsere Wurzeln besinnen. Denn nur wenn man weiß, wo man herkommt, weiß man auch, wo man hingehen möchte. Danke, tschüss.